Zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die neuen LOL OMG Dolls vorstellen. Ihr seht sie schon. Einmal Kitty Kay habe ich hier und dann Honeylicious. Da ich ja wieder über eine Marke spreche, werde ich hier oben in der Ecke dann wieder Werbung einblenden und ich habe mir die beiden selber gekauft. Ich habe das Ganze mal anders aufgebaut. Ich hoffe, dass geht so und man kann alles sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich denke mal, dass ich Kitty Kay als erstes auspacken werde. Wir schauen uns zusammen mal als erstes die Verpackung an. Das ist die neue Serie von LOL Surprise OMG Remix. Hier dreht sich alles um Musik. Wie ihr sehen könnt, ist ja auch so eine Schallplatte mit bei. Die kann auch wohl irgendwie Musik machen. Da bin ich auch mega gespannt. Hier steht ja auch alles so drauf. Das werde ich mir gleich mal alles ein bisschen genauer anschauen. 25 Surprises. Das kann man einmal dann mal so aufdrehen. Hier auch. Und hier sind, glaube ich, die Schuhe drin. Rausholen. Und ich denke, mit Schere ist einfacher. Ich schneide das einfach hier so raus.
kann man ja auch so rausholen. So. Kitty Kay. Ne, das soll so eine Art Buch darstellen. Magazin. Zeitschrift oder so. Und hier sind dann, glaube ich, noch ein paar Outfits drin. So, dann fange ich mal mit dieser Tüte hier an. Hier sind dann die ganzen Liedertexte drauf. Auch richtig cool gemacht. Die Verpackung so. Und hier ist einmal Outfit Nummer 1. Mach das hier mal vorsichtig drum weg. So. Ich will da nämlich auch nichts kaputt reißen. Dann das nächste. Wow. Einen Rock. Das gefällt mir. Richtig cool. Und das nächste. Oh, schaut mal. So, da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Das sieht ja auch mal interessant aus hier. Das gehört so nach hinten. So trägt ihr das dann. Das waren die Accessoires und Outfits. Jetzt hole ich vorsichtig die OMG hier raus. Ich muss nur mit den Haaren aufpassen, dass ich da nichts abschneide. Das ist einmal so raus. So. Hier ist dann auch noch eine Bürste. Und dann hier drunter abschneiden. So. Da ist noch eins. Ich werde dann auch ein bisschen was rausschneiden oder keine Ahnung. Das ist ja jetzt auch uninteressant, denke ich, wie ich das hier raushole. Oh, jetzt kann ich sie endlich rausholen. Ich hoffe. Die schönen Haare. Da muss man echt aufpassen. So. Hier so mit dem Glitzer-Lidschatten. Glitzer-Lippenstift. Hier hat sie auch zwei Schönheitsflecke, braune Augen und so auch Glitzer, die Haare so ein bisschen. Und Nagellack, so eher nude-farben. Und hier hat sie dann noch einen Fingerring. Dann werde ich die mal anziehen. Sie hat ja einmal so ein Bühnen-Outfit und dann hat sie noch einmal diesen normales Outfit. Oh, so bis hierhin, weiter komme ich auch nicht. Ja, die Schuhe sind hier ja auch, dass man die nicht sieht. Dann den nächsten. Die Schleife dann nach oben. Und dann die Schuhe. Steckt ja auch drunter links und rechts. Hier ist ein L. Könnt ihr so jetzt nicht sehen. Ne? Einmal ein L. Und ein R für rechts. Und dann kommt das hier. Ich glaube, die Bänder hat die so runterhängen, ne? Ja, so sieht das dann aus. Richtig toll, das Outfit. Das gefällt mir. Ja, ich werde noch das andere Outfit ausprobieren. Ich werde das dann aber auch gleich nochmal so Nahaufnahmen noch so mit einblenden. Dann könnt ihr das nochmal besser sehen. So, ich habe das andere schon mal so weit ausgezogen und wollte ja Outfit Nummer 2 anziehen, Jeanshose und mit dem Shirt. Und ich glaube, das hat sie dann auch gar nicht dann an, weil die das so bauchfrei trägt. Ja, ich werde das dann mal anziehen soweit. Ich habe die mal soweit angezogen. Das wäre dann Outfit Nummer 2. Ich habe die Brille ja noch vergessen. Könnte man hier jetzt auch so aufsetzen, aber ich mache das dann meistens immer so als, ja, hier oben so drauf. Das gefällt mir auch sehr gut, das Outfit. Ja, ich werde euch das dann nochmal alles so ein bisschen von der Hand nochmal einblenden. Dann sieht man das auch nochmal besser. Und dann kann man das Ganze hier ja so reinstellen. So. Ja, die sieht man jetzt schlecht, aber ich stelle die jetzt einfach mal an Seite, denn ich wollte mir das hier ja nochmal anschauen, genauer hier, weil das kann ja irgendwie Musik machen. So sieht das Ganze dann aus. Das legt man dann irgendwie hier drauf.
Ich muss erstmal das hier rausziehen. Zack. So, dann bin ich mal gespannt, ob das hier auch funktioniert. Ich habe das Ganze dann mal hier wieder reingeräumt. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe auch ziemlich lange dafür gebraucht. Ich denke mal, ich werde auch wohl vieles rausschneiden, sonst geht das Video einfach viel zu lange. Aber ich wollte euch das ja auch in Ruhe zeigen und ich habe mir das ja auch selber noch in Ruhe angeschaut und so. Ja, aber ich denke mal, bei der nächsten wird das dann auch ein bisschen schneller. Deswegen werde ich jetzt auch direkt starten. Ich bin mal ein bisschen weiter runtergegangen mit dem Stativ. Schneide das Ganze dann mal hier wieder vorsichtig auf. Hier war das ja auch zugeklebt und hier einmal auf die andere Seite und einmal da auch noch. Und hier kann man das dann so rausziehen. Hier ist ja noch einmal die Schwester, genau. Das lege ich dann eben an Seite. So, dann öffne ich das mal. Hier ist wieder die Beschreibung, wie man den Puppenständer aufbaut und keine Ahnung. Hier sind dann wieder Accessoires und Schuhe. Das kann man ja so aufdrehen. Ich hole einmal hier die Schuhe raus. 6,5. Wow, schaut mal. Die sehen ja cool aus. Richtig bunt. Hier dann die Accessoires. Kriegt auch eine Brille. Dann sind hier auch noch Ohrringe. So goldene Ohrringe. Die Kette. Ja, das schauen wir uns dann gleich mal zusammen an. Kann man das hier ja wieder öffnen. Einfach hier dran ziehen. Die sieht echt mega cool aus mit ihren Haaren. Richtig toll. Die gefällt mir. Mit den Rastern. Ich hole die da mal vorsichtig raus. Werde ich die hier mal befreien. Und so sieht das dann hier nochmal aus. Hier ist dann wieder so die Zeitschrift. Honeylicious. Hier sind dann die Outfits drin. Das ist da noch einmal fest. Ich glaube, das muss ich da nochmal aufschneiden. Ich lege das erstmal hier hin. Die packe ich gleich aus. Hier ist dann dieser Puppenständer. So, das brauche ich gleich. Ich habe das hier schon mal alles so drum weggeschnitten. Und hoffe, ich kann die jetzt so rausholen. Ja, die Haare muss man immer aufpassen. Ich mache mal die Arme nach unten und die Hände. Schaut mal, der pinke Nagellack drauf. Das passt alles sehr schön zusammen. Jetzt werde ich mal die Tüten hier aufmachen und mit euch die zusammen anschauen. Ich mache mal hier diese Tüte hier auf. Richtig schön bunt auch, die Tüten. Cool, eine Jeansjacke mit einer riesigen Kapuze da dran, Reißverschluss, sowas würde ich auch anziehen, mega cool. Hier ist dann nochmal Music, hier ist dann auch nochmal sowas mit Jeans, einmal so ein Rock mit Oberteil, ich lasse das mal hier so dran und die nächste Tüte. Auch wieder schön bunt. Oh ja, das ist die coole Hose, die auch vorne abgebildet ist auf der Verpackung. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal so alles hingelegt und hier ist Outfit Nummer 1. Das hat sie ja auch vorne auf der Verpackung an. Und hier ist dann Outfit Nummer 2. Ich werde dann mal mit den Ohrringen anfangen, vorsichtig. So, die Ohrringe habe ich schon reingemacht. Dann werde ich die Kette ummachen. So.
So, bei der Jeansjacke, die ziehe ich ihr gleich an. Da mache ich dann vorsichtig die Hände ab. Ja, das kann man. Muss man nur aufpassen, dass man hier anfasst, nicht hier vorne. Dann kann man die vorsichtig rausziehen. Und dann kriegt man das auch besser darüber. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber es ist leichter anzuziehen. So, ich mache das mal eben und zeige euch das dann gleich. Ich werde auch erstmal die Uhr dann drum machen, bevor ich die Hände wieder dran mache. So, nun muss ich gucken, dass ich die auch richtig drum mache. Die Hände kann man dann so wieder reinklicken. Da auch am besten aufpassen. So, dann ziehe ich noch die Hose an und die Schuhe. Fertig angezogen, Outfit Nummer 1. Das hat die ja auch vorne auf der Verpackung an. Gefällt mir sehr gut. Sieht richtig cool aus mit der Jeansjacke und die goldenen Ohrringe. Passt alles sehr schön zusammen. Und jetzt werde ich Outfit Nummer 2 anziehen. Ich habe die schon mal so weit angezogen. Jetzt nur noch die Schuhe. Und da steht ja auch wieder links und rechts. Die werde ich dann mal eben anziehen. Zack. Und fertig ist das zweite Outfit. Auch mega cool. Hier ist ja auch noch die Sonnenbrille. Normalerweise setze ich die ja immer hier oben so drauf, aber ja, nicht, dass ich da irgendwie von die Flächen irgendwie was kaputt mache. Und weiß ich nicht, ich finde das jetzt auch nicht so toll, wenn die jetzt auf hat, ne, die Brille. Ich mag das nicht so bei den OMG. Ich stecke das dann meistens immer hier oben dran, aber wie gesagt, hier ist das ein bisschen, ja, zu eng hier mit den Zöpfen und Flächen. Und dann war ja noch einmal das hier dabei. Ich glaube, das ist so ein Laptop oder so. Ich glaube, das kann man auch aufmachen. Und auch hier werde ich das mal ausprobieren. Hier wieder das Teil rausziehen. Man kann das auch so anmachen, wenn man hier dran dreht. Habe ich schon bei der anderen ausprobiert. Muss nicht unbedingt mit Schallplatte. Kann man einfach auch so dran drehen. Gefällt mir. Ich mag die Musik auch. Ich habe mal beide hier nebeneinander gelegt. Ich bin nämlich auch am Ende des Videos und ich dachte, ich lege die noch mal einmal so beide nebeneinander. Und ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche ihr schöner findet von der neuen Serie. Oder vielleicht habt ihr die ja auch schon. Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, und ich werde das Video jetzt dann mal beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich werde vieles, denke ich, auch rausschneiden. Es ist bestimmt ein langes Video, aber die meisten mögen ja auch gerne etwas längere Videos. Man kann ja auch spulen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!